CeBIT 2012. Die Telekom legt die Umsetzung der Eingangspräsentation ihres Messeauftritts in unsere Hände. Im Mittelpunkt steht dabei die Cloud. Wie inszeniert man Cloud-Services greifbar und verständlich für Geschäftskunden auf der größten und wichtigsten IT-Fachmesse der Welt? Wie können Moderation und Interaktion Dienstleistungen und Anwendungen erlebbar machen? Wie schafft man gleichzeitig eine Orientierungshilfe für den Fachbesucher, der sich über konkrete Produkte zum Thema Cloud-Services der Telekom informieren möchte? Bei einer CeBIT, bei einer Messe, geht es darum, die ganze Leistungsfähigkeit auf einen Bildschirm zu bringen. Das ist komplex. Weil Produkte, die aus der Cloud kommen, Produkte, die für Geschäftskunden sind, keine Convenience-Produkte sind, die ich am Kiosk kaufe oder sonst im Handel kaufe. Aufgabenstellung ist, dass alle Highlight-Themen, die auf dem gesamten Stand gezeigt werden, hier auch auf der Medienwand sozusagen angeteasert werden. Das ist wie so ein Einfallstor, wo die Leute auch verteilt werden, wo ihnen was erzählt wird dazu, was passiert hier. Unser Ziel war es, eine Form zu finden, die den Zuschauer fesselt und die Produkte verständlich und anschaulich präsentiert. Inspiriert von dem Kernprodukt unseres Kunden, der Cloud, kamen wir auf die Idee, die Wolke für den Besucher greifbar zu machen. Auf dem riesigen LED-Screen steht die Cloud im Mittelpunkt. Um sie drehen sich die Produkte. Der Moderator konnte per Interaktionskonsole die Bespielung des LED-Screens steuern und damit auf die Interessen des Publikums eingehen. Und Sie können Daten gemeinsam betrachten, Präsentationen anschauen und das alles finden Sie im Cloud Center im Business Marketplace. Das Publikum erhielt so einen Einblick in die neuesten Produkte aus der Cloud und konnte sich daraufhin zu persönlichen Beratungsgesprächen zu den jeweiligen Kompetenzsatelliten des Messestandes weiterorientieren. Aufmerksamkeit erzielt unsere Wolke auch in den Moderationspausen, denn dann verwandelt sich die Wand in eine interaktive Spielwiese. Die Besucher können mittels Bodytracking in Echtzeit mit der Wand interagieren und selbst ein Teil der Cloud werden. Die Medienwand oder auch die Wand, wie wir sie nennen, hat einen unglaublichen, enormen Anziehungswert für die Gäste, die hier auf unserem Stand sind, weil sie, ich glaube, das liegt daran, weil sie sich gespiegelt sehen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Bild für diese Metapher Cloud. Einfach spacig, würde ich sagen. Publikumsmagnet 100 Pro. Sehr interessant, innovativ und frisch. I like it. Nicht nur wir sind begeistert, die Kunden sind begeistert, auch die Presse, die Journalisten. Alle Interviews von ARD, von ZDF, von René Obermann sind genau an dieser Stelle hier vor dieser Media Wall gemacht worden. Zu sehen, wie unsere Idee zum Leben erweckt, es geschafft hat, die Cloud für die Besucher greifbar zu machen, war für uns eine unglaubliche Erfahrung.